Und damit willkommen zurück zu Far Cry Primal, Folge 23 müsste es sein. Ich, ja, wie du siehst, meine Hackfresse hier oben ist im Bild. Wir befinden uns im Live-Let's Play. Ich bin ein wenig krank gewesen, hab gelegen, wie du sicherlich festgestellt hast auf YouTube. Wir haben ein paar, ja, Folgen, ausgesetzt, möchte ich nicht sagen, sondern es kam keine Folgen mehr, wie du weißt. Ich werde mal eben hier meine Beutetasche füllen. Ja, nehme ich mit. Da. Voll. Da können wir was von mitnehmen. Fleisch können wir auch mitnehmen. Das ist voll. Da war nichts von. Voll. Da. Was wollte ich gesagt haben? Genau, ich habe krank gelegen und kam dann auch nicht zum Aufnehmen. Deswegen geht das jetzt im Live-Let's Play dann weiter. Wir befinden uns auf Twitch. Und wie gesagt, meine Hackfresse ist im Bild und ich bin vollkommen raus. Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen wollten. Ich bin total perplex. Ich weiß auch gar nicht, wo wir uns hier befinden. Wir können was craften. Wie war denn hier nochmal das Menü? Ah, hier, okay, Handwerk. Ah, was haben wir denn hier? Wir können den Speer erweitern. Das machen wir natürlich. Yeah! Speer-Upgrade, okay. Dann haben wir jetzt einen erweiterten Speer. Alter. Stich. So, ich weiß gar nicht mehr, wo wir gewesen sind. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir vorhatten. Wie gesagt, es ist schon so lange her. Es sind mindestens zweieinhalb Wochen, würde ich sagen. Ich weiß, wir hatten Jack gejagt, das weiß ich. Jack. Falls ich noch in Sinn kann. Und dann wollten wir nicht eigentlich das Leuchtfeuer hier entflammen, um dann hier zu ihr zu kommen? Ich weiß gar nicht mehr. Mein Gott, hier gibt es so viel zu tun, ne? Das ist, ja, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Wir müssen auch eigentlich nochmal wieder ins Lager, um da eine Mission anzunehmen. Ich werde aber, glaube ich, jetzt erstmal, hier versuchen, hier das, den Wegpunkt hier zum Leuchtfeuer zu machen. Den besonderen Wegpunkt, wie ihr ja kennt, ein paar Pfeile werde ich nochmal herstellen. Hier, vergangen als Flexiata hier. Grandioserweise. Bambi, geh weg. Alter. Survivor! Entschuldigung. Was? Vergangen als Flex hat nicht gut vorgearbeitet. Ich werde mal eben mein Raubtier rufen. Wir nehmen mal ihn hier. So. Immer noch pixelig. Das ist aber sehr merkwürdig, dass es immer noch pixelig ist. Aber ganz schön stark pixelig, ne? Alter, das liegt aber nicht an... Das kann doch gar nicht sein, Alter. Was ist denn hier? Hallo? Das kann doch gar nicht sein. Vor allem jetzt mitten in der Aufnahme. Das ist so ärgerlich. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn mit der Verbindung los? Das liegt doch wahrscheinlich an Twitch. Alter, was für ein Pixelbrei. Ja, auf YouTube, du siehst das natürlich nicht. Du hast eine total klare Verbindung, weil ist ja Video. Pass auf, dann machen wir jetzt erstmal die... Dann tut mir leid für die auf Twitch. Wir müssen jetzt... Dann muss ich die Folge jetzt erst aufnehmen. Das ist ein... Alter. Da ist ein Mammut. Mammut. Da muss ich jetzt... Ich muss die Folge jetzt erst aufnehmen. Ja, ich weiß. Das scheint mal wieder an Twitch zu liegen, weil ich habe eine 5,8er Verbindung, also 5,8 an Upload. Guck mal, da unten liegt noch ein Dings, ein Stein, den nehmen wir noch mit. Alter, das ist so mies, dass das jetzt gerade nicht ist. Egal, wir machen das bei wie gesagt, ich mache das bei YouTube jetzt so. Ich nehme die erste Folge jetzt mal. Nebenbei. Da kommt Manni. Manni, das Mammut kommt. Geh weg. Ich werde die erste Folge, wie gesagt, jetzt aufnehmen und werde jetzt versuchen, mal mich hier investigativ einfach mal durch den Dschungel zu schlagen. Was? Laut Analyse ist bei mir die Bitrate maximal bei 1400 kb. Was? Das kann gar nicht sein. Alter. Ja, L2 eine Bestie zu befehligen. Das weiß ich noch. Die Tasten habe ich noch so im groben Kopf. Aber wie gesagt, ich muss die Folge jetzt durchziehen. Ich kann jetzt nicht einfach abbrechen. Das ist, es tut mir leid. Für die Leute, wie gesagt, auf Twitch. Dann machen wir das gleich so. Ich starte gleich trotzdem nochmal neu alles. Pipapo. Ich hatte sogar den Router neu gestartet. Das gibt's gar nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, Leuchtfeuer entdeckt.
Ja, du bist ein ganz feiner. Du bist ein ganz, ganz feiner, bist du. Ja, ganz feiner. So. Pass auf. Okay, da stehen welche. Die haben anscheinend auch ein bisschen eine stärkere Rüstung, so wie das aussieht. Das sind drei Leute. Einer mit der Bombe auch vor allen Dingen. Ich probiere das mal mit anzünden. Vielleicht klappt das ja. Hoffentlich brennen. Ja, die brennen weg. Sehr schön. Los, hinterher. Schnapp ihn dir, Tiger. 10. Beste kann die Dings nicht erreichen. Schnapp ihn dir. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass... Aber das kann doch nicht sein, dass, wie gesagt, man dann so Problem hat. Bestienkill. Sehr schön. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Vor allem auch für euch, die jetzt gerade über Twitch zugucken. Ich werde das, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen lösen. Mit, wie gesagt, mit Neustart, alles pipapo. Und hast du nicht gesehen? So, warte mal, ich kann die Keule anzünden. Das werde ich mal eben machen. Um mal ganz schnell das Lager, das Leuchtfeuer zu entzünden. Na, entzünden. Hallo? So. Ja, aber so wenig kann das eigentlich nicht sein an Geschwindigkeit, die ich jetzt habe. Ist natürlich für dich auf YouTube ist natürlich uninteressant, weil dich betrifft das ja sowieso nicht. Weil die ist ja Bombe. Alles. Pipapo. Kann ich hier das Dings ausräumen? Ein Belohnungslager? Ach, guck an. Ist ja interessant. Müssen wir unbedingt mal zusehen, dass wir wieder mit dem Bienenstock mal arbeiten. Das ist mal sehr interessant. Das habe ich in den Let's Play-Folgen auch mal so ein bisschen vernachlässigt. Das weiß ich. So. Alles klar. Alles voll. Ich schaue mal auf die Karte. Wir wollten zu ihr hier. Guck mal an, da ist die irgendwo. Da sind wir doch glatt dran vorbeigelaufen. Kannst mal sehen. So schlau bin ich. Ja, wie gesagt. Ein paar Minütchen müsst ihr euch noch hier dulden. Für dich auf YouTube. Wie gesagt, ich werde die Folge dann mal so um die 15 bis 16 Minuten machen. Aber wie hübsch das doch immer noch aussieht. Wovor laufen die weg? Ah, das nehmen wir mit. Es ist faszinierend, wie man immer abgelenkt wird hier in diesem Spiel, weil hier alles rumliegt und rumsteht für die ganzen Ressourcen, die man braucht fürs Dorf und so, etc. pp. Guck mal, da unten läuft ein Hirsch. Ach ja, stimmt das mit der Kälte? Das haben wir ja in der letzten Folge oder in den vorletzten Folgen, ist das schon letzte Folge, ich weiß es gar nicht mehr, in den letzten Folgen rausgefunden, dass da man auch erfrieren kann. Das ist der Hammer. So. Dann sind wir auch schon gleich am Missionsziel. Instakill. Multikill. Sehr schön, das klappt ja wunderbar. So. Und da müssen wir, glaube ich, hin. Wenn ich mich... Was sind das für komische Geräusche? Was ist das? Was ist das für ein... Hast du was gesehen? Hast du was gesehen? Na, guck mal mit, kleiner Timmy. So, ja, ich weiß, es tut mir sehr leid für den Pixelbrei. Ich werde das gleich mal versuchen, irgendwie auszubessern. Seid mir da nicht böse drum. Wie gesagt, die Folge ist ja gleich einmal durch und dann... wo müssen wir denn hin? Hallo? Und dann sind wir da auch schon fertig mit. So, warte mal, wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwie hier raus... Alter, so. Ziege!
Oh, das nehme ich mit. Tasche bereits voll, natürlich. Ich bin auch so voll. Lalala, lalala. Hier müssen wir also hin. Mhm. Ach, warum nehme ich das eigentlich mit? Die Tasche ist doch voll. Ich bin auch so ein Depp. Was? Der Großelch? Was? Der Großelch frisst nur nachts? Warte bis zum Einbruch. Was? Da laufen die einfach mal da lang. Willst du mich verarschen? Ach krass, wir müssen mal nachts hier hin. Ach, ist ja übel. Alter, das ist ja mies. Das hätte mir mal vorher einer sagen müssen. Das habe ich nicht gewusst. Da bin ich jetzt, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass es auch Missionen gibt, die es nachts gibt. Das ist natürlich, Ich glaube aber, dass bei mir mit der Verbindung gleich, wenn ich gleich den Verbindungstest nochmal mache und alles pipapo, dass es, glaube ich, nicht viel besser wird, weil wenn es wirklich daran liegt, dass es an Twitch liegt, weil mehr wie 5, 8 werde ich wahrscheinlich nicht rauskriegen aus meiner Leitung. Und 5, 8 ist schon... 5, 8 ist schon... 5, 8 ist schon gut. Na? Das ist, ja... Nun gut, dann können wir die Mission nur Nacht. Wir haben jetzt Tag. Das ist natürlich. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Pass auf, dann gehen wir hier hin. Machen das Leuchtfeuer hier noch eben. Da müssen wir. Jetzt bin ich natürlich wieder verzweifelt auf der Suche nach dem super sichtbaren Wegpunkt. Geh weg. Vermissten Dorfbewohner? Was? Das geht? Habe ich nicht gewusst, Entschuldigung. Wir haben minus ein Dorfbewohner. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Wo ist denn der fucking Weg? Ach, da ist der Wegpunkt. Dass man den auch so gut sieht. Weiß auf weiß. Ja, der große Elch frisst nur nachts. Verdammt. Da müssen wir nachts nochmal hier wiederkommen. Das ist natürlich ein bisschen... Ja. Das ist natürlich nicht sehr feierlich. Lalalala. Da liegt noch was. Ich werde mal was... Ah, guck mal hier. Nehmen wir noch mit, falls das geht. Was haben wir hier? Grünblatt. Nehmen wir mit. Zum Heilen. So. Das krabbeln wir auch mal eben ab. Nordschwarz. Stein. Und wir gehen in Richtung Wegpunkt, wenn ich den... Da lang ist das. Da ist ein Bär. Ciao. War ich nicht. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ciao. Wie Gott sei Dank kommt er nicht hinterher. Das ist schon mal. Das ist schon mal viel wert. Da haben wir wenigstens ein bisschen Ruhe. So. Ja, ich würde sagen, für YouTube machen wir hier mal eine kleine Folgenpause. Die ist zwar ein bisschen kürzer, die Folge. Tut mir leid, kann ich leider nicht ändern. Das ist mit Twitch immer so ein, ja, so ein Spiel auf Glück, würde ich sagen. Streichen wir ihn nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder bei Far Cry Primal. Und du schaltest wieder fleißig an. Also bis dann. Ciao.